Okay, Stichwort NV-Bühne nochmal. Wie du sagst, das ist nicht intendiert, das soll nicht der Maßstab sein, aber er schreibt es so. Wir haben genau gelesen, und das auch zu Ihnen, Herr Dr. Steinreich, wir haben das genau gelesen. Wir haben das Raumgutachten gelesen, wir haben Ihre Empfehlung gelesen. Wir brauchen keine Leseempfehlung, wir wollen konkrete Antworten. Ob das so gemeint ist, wie es da steht. Und wenn Sie dann hingehen und sagen, naja, die Künstler sind im NV-Bühne doch so schlecht gestellt, dann stimmen wir Ihnen sofort zu und sagen, das muss besser werden. Aber es kann doch nicht der Sinn der Veranstaltung sein, dann die Techniker auf den NV-Bühne zu drücken. Also sozusagen, ja, das ist doch die Konsequenz, wenn Sie den NV-Bühne angeben. Die NV-Bühne hat dazu geführt, dass der Tarifbereich ausgeweitet worden ist, unzulässig auf den Technikbereich, in Zusammenarbeit mit der GdBH. Da muss man sich mal sachkundig machen oder bitte dann zuhören, wenn wir versuchen, aufklärend zu wirken. Und nicht sagen, wir sollten genauer lesen. Was wir uns gewünscht hätten, ist im Hinblick auf die Ausstellungsvergütung, dass da zumindest die Enquete-Kommission, die ja sagt, und das glaube ich auch, soweit kenne ich euch ja alle, die da gearbeitet haben, dass ihr im Interesse der Künstler was wollt und vorwärts bewegen wollt. Aber dann kann man doch mal hingehen und sagen, okay, dann prüfen wir mal, was eine Ausstellungsvergütung bringen würde. Das Argument, dass dann so und so viele Einrichtungen kaputt gehen, das haben wir bei der Künstlersozialversicherung auch gehört. Als die Künstlersozialversicherung diskutiert und dann zum Glück eingeführt worden ist, auf unserem Plan, da hieß es auch, das geht alles in Bach runter. Nichts davon ist geschehen. Das ist nicht der Fall. Also kann man doch wenigstens mal hingehen und so mutig sein und sagen, wir prüfen das. Das Gleiche trifft für das Künstlergemeinschaftsrecht zu. Das Künstlergemeinschaftsrecht ist in einem ausgefeilten Gesetzestext da. Wir haben Ihnen das allen zugänglich gemacht. Es gibt ein Gutachten, was auch die Verfassungsrechtlichkeit, die ja auch immer in Frage gestellt wird, geprüft hat, von einem renommierten Verfassungsrechtler. Jetzt können Sie immer noch sagen, wir sehen das anders, aber auch dann, denke ich, hätte man sagen können, dann prüfen wir das doch bitte mal. Weil das tut letztlich keinem weh. Die Verlage, wenn ich jetzt mal den Goethe-Groschen als einen Baustein im Künstlergemeinschaftsrecht nehme, die Werke drucken, wo das Urheberrecht abgelaufen ist, die würden etwas weniger verdienen. Aber sie hätten Mittel zur Verfügung, und das steht ja in unserem Konzept auch drin, die dazu dienen, Künstlerinnen und Künstler in die Lage zu versetzen, sozusagen ihren Beruf besser ausüben zu können. Die Lage der Künstlerinnen und Künstler insgesamt zu verbessern, ohne dass sie irgendwelche Steuergelder oder sonst was runtermachen müssen. Also mutig sein, gucken, prüfen, zuhören. Wir versuchen das auch. Ich bitte die Polemik zu entschuldigen. Danke. Herr Nagelsmann, vielen Dank.